Hi, Mila und... Morphle? Du bist so schmutzig. Was habt ihr gemacht? Also, zuerst haben wir eine Dame getroffen, die uns gefragt hat, ob wir ihr helfen könnten, ihren Hut zu finden. Ich habe meinen Hut verloren. Könnt ihr mir suchen helfen? Morphle hat sich in einen Suchhund verwandelt und hat überall nach dem Hut gesucht. Morphle hat gefunden Hut. Ja, die Dame war so glücklich, als Morphle ihr den Hut gebracht hat. Und dann haben wir Mechaniker Joe getroffen. Morphle, ich brauche deine Hilfe. Mein Abschleppwagen ist kaputt. Morphle verwandelt sich in einen Elefanten. Und in einen Triceratops. Und in einen Roboter. Danke dir, Morphle. Hättet ihr das Auto nicht abschleppen können? Ja. Aber Bauarbeiter Lawrence! Dann hat Bauarbeiter Lawrence uns um Hilfe gebeten. Ich hab meinen Bohrer auf dem Gebäude vergessen. Morphle Kran! Die Baustelle war sehr, sehr schlammig. Danke dir, Morphle. Gut gemacht, Morphle. Aber jetzt brauchst du dringend ein Bad. Bad? Morphle, ich mag Bad. Morphle, komm zurück. Hier, Morphle. Es ist nur ein Bad. Bad? Morphle, ich mag Bad. Hab dich. Oh. Da bist du. Oh-oh. Komm schon, Morphle. Es ist nur ein Bad. Nein. Hab dich. Nein, Morphle mag kein Bad. Nein, Morphle mag kein Bad. Ich helf dir, Papa. Nun, wenigstens nimmt Morphle jetzt auch ein Bad. Morphle mag Bad! Was? Jetzt gefällt es dir? Perfekt! Morphle! Morphle in einen Heißluftballon! Mila! Hier, dein Geburtstagsgeschenk. Danke, Papa! Schau, Morphle! Papa hat mir einen Ballon zum Geburtstag geschenkt.
mein Geschenk weggeweht. Wir fliegen hinterher, Morphe. Morphe, flieg! Nimm dein Fernglas mit, Mila. Danke, Papa. Tschüss. Tschüss. Ich habe irgendwo hier meinen Hut verloren. Aber wo? Da ist er ja. Bitte schön. Vielen lieben Dank. Kein Problem. Viel Glück bei deiner Suche. Tschüss. Endlich ist jemand zu meiner Party gekommen. Herr Wolke? Kann ich den Ballon haben, bitte? Es ist mein Geburtstagsgeschenk. Dein Geburtstagsgeschenk? Ich dachte, jemand hätte ihn mir geschickt. Zu meinem Geburtstag. Es ist auch dein Geburtstag? Danke! Yay! Tschüss! Der Arme! Niemand ist bei seiner Party! Denkst du auch, was ich denke? Da sind wir. Hallo. Hurra. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Wolke. Herzlichen Glückwunsch, Mila. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Das ist meine große Box furchterregender Monster. Thank you.
Oh nein, ich muss die Polizei rufen. Muffel mit Monstern spielen. Nein, Muffel. Hallo? Hi, ein paar meiner bösen Monster sind vorhin entwischt. Schon unterwegs. Man darf Leute nicht erschrecken, Monster. Muffel! Muffel, verwandel dich zurück! Muffel, kann es das Monster? Hä? Muffel? Die echten Monster! Hört auf, alle zu erschrecken, ihr Monster! Erschreck mich doch nicht so! Monster haben Angst vor Muffel. Du bist ein furchteinflößendes Monster. Ihr müsst keine Angst vor Muffel haben. Er ist ein Freund von mir und er ist eigentlich ganz süß und weich. Hier, streichelt ihn. Seht ihr? Es ist nicht schön, Angst zu haben. Ist das nicht wahr, Monster? Ihr solltet auch niemanden ängstigen. Ich finde, die Monster sollten Leuten helfen, keine Angst vor gruseligen Sachen zu haben. Ja, so wie ich euch geholfen habe, keine Angst vor Muffel zu haben. Ich habe Angst vor dem Arzt. Das Monster hat keine Angst vor dem Arzt. Du musst auch keine Angst haben. Ich habe Angst vorm Radfahren. Das Monster hilft dir, keine Angst zu haben. Ich habe Angst im Dunkeln. Muffel hat auch Angst. Aber unsere neuen Freunde helfen uns, weniger Angst zu haben. Delfine lieben nichts mehr als zu spielen. Ha! Ab sofort!
sofort gehört der Ball uns. Das ist gemein. Der Ball gehört den Delfinen. Tja, wir sind Piraten und wir lieben es, gemein zu sein. Wir müssen den Delfinen ihren Ball zurückholen. Delfine lieben nichts mehr als zu spielen. Ja, wir holen den Ball zurück. Was ist das? Da steht, diese Flasche führt uns zum Schatz des Neptun, König der Meere. Wow! Folgt mir. Folge ihm zum Schatz, Pirat Phil. Wir sind Piraten und wir lieben Schätze. Der Fisch hält an. Der Schatz muss hier sein. Ich bin Neptun, König der Meere. Wenn ihr meinen Schatz wollt, müsst ihr eine Aufgabe bestehen. Schafft ihr es bis zum Ende des magischen Wasserstroms, bekommt ihr meine Chance. Etwas höher, Muffin. Ich hab ihn fast. Kleiner roter Freund, du hast meine Aufgabe bestanden. Zur Belohnung bekommst du meinen Schatz. Mit dieser Krone bist du Herr über die Meere. Delfine lieben es zu spielen. Aber wir haben den Ball nicht zurückgeholt. Jetzt haben sie nichts, womit sie spielen können. Gehen, Delfine.
meiner neuesten Erfindung kehre ich die Schwerkraft aller Objekte um die ich seppe. Seppe mich, Professor Rashid. Morphe auch. Mit diesem Spiegel kann ich mich selbst seppen. Oh, rümpelnde Reagenzgläser. Ich hab den Zappern nicht gesappt. Das ist unsere Chance. Oh nein! Ab sofort werden wir die Schwerkraftbanditen sein. Marvel, los, ihnen nach. Wir müssen die Banditen jagen, Morphe. Hey, nicht in meiner Stadt! Oh nein! Morphe! Morphe in ein Flugzeug! Mit diesem Zapper können wir alle Zaubertiere klauen. Ich sehe heute mächtig gut aus. Meinst du nicht, Herr Spiegel? Tja, allerdings. Her mit allen Zaubertieren. Nein. Hm? Nein. Mein Wachstumsstrahl kann diese Pflanzen in große Bäume verwandeln. Das ist so cool! Bei meinen Reagenzgläsern die Batterie wird schwach. Das hat man davon, wenn man billige Kopien kauft. So, jetzt aber. Schau mal, ein riesiger Vogel. Keine Sorge, den schrumpfen wir wieder. Oh nein, es funktioniert nicht. Morphe, Morphe in einen Pterodactylus. Riesiger Vogel? Nicht in meine... Hey, gib mir das Sandwich zurück. Ich hoffe, es liegt dir schwer im Magen. Er sucht nach noch mehr zu fressen. Locken wir ihn aus der Stadt. Vögelchen, schau mal! Schnell, Morphe! Schau, Morphe! Es ist Farmer Bobs Farm! Hier hat der Vogel genug zu fressen, bis Professor Rashid kommt. Thank you.
ist mein Mais. Nur noch ein Maiskolben übrig. Wir kümmern uns darum. Wahnsinn! Ein Riesen-Maiskolben. Toll! Mila, Morphe, wir brauchen eure Hilfe. Mein Vater hat sich am Fuß verletzt und kann daher seine Preise nicht mehr verteilen. Morphe, Morphe in ein Motorrad. Warten Sie, Sie haben diesen Preis gewonnen. Kommen Sie zurück. Mila und Morphe werden dir helfen, Papa. Toll. Pack die Preise ein und dann nichts wie los. Morphe, dafür brauchen wir etwas Größeres. Morphe in einen Lastwagen. Schaut, da ist unser erster Sieger. Sie bekommen den Preis für den süßesten Hund. Sie bekommen den Preis für den besten Zaffer. Sie bekommen den Preis für den besten Mechaniker. Aber hier steht, hübschestes Mädchen. Nein, Morphle, das ist falsch. Er bekommt den Preis für den besten Mechaniker. Nein, nein, nein. Schon okay. Ich behalte den hier. Sie bekommen den Preis für das beste Wolkenmonster. Aber ich bin das einzige Wolkenmonster. Ich danke euch ganz herzlich, Mila und Morphle. Wir haben alle Preise verteilt. Nein, Papa. Ein Preis muss noch vergeben werden. Der Preis für den besten Papa. Ah, guten Morgen, Morphle. Ein Krokodil! Morphle, hilf mir! Morphle, einen Elefanten! Gut gemacht, Morphle. Aber wie wurde aus meinem Zimmer so schnell ein Dschungel? Gehen wir runter und sehen nach Daddy. So bleiben. Danke für die schönen Fotos. Du kannst jetzt weiterziehen. Morphle einen Löwen und verjage den Tiger. Größer, Morphle. Wow, das war großartig. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich kann es kaum erwarten, diese tollen Fotos zu entwickeln. Hey, gib sie wieder her. Findet ihr den neuen Garten, den ich mit Papa Dschungel geschaffen habe? Großartig! Sieht toll aus, Daddy. Aber Papa Dschungels Magie hat das Haus in einen riesigen Dschungel verwandelt. Hä? Affen? Vielleicht sind wir zu weit gegangen. Er ist auf dem Dach. Morphle, Morphle einen großen Affen.
dieser Dschungel wird einfach viel zu gefährlich. Ah, ein Krokodil! Baki, Baki, rette mich! Dieses Mal etwas kleiner. Papa Dschungel? Wie schön! Oh, ein Schmetterling! Yay! Jetzt bauen wir! Was ist das für ein Krach? Oh, hallo, Mr. Wenderbus! Wir bauen ein Baumhaus. Das wird unser Clubhaus. Ein Clubhaus? In einem Baum? So ein Unsinn! Ein Baumhaus zu bauen ist nicht einfach. Sowas könnt ihr gar nicht. Ich glaube schon, Mr. Wenderbus. Sie werden sehen. Hä? Zuerst müssen wir alle Bretter auf die richtige Länge schneiden. Ich glaube, eine Schere ist nicht stark genug dafür. Morphe? Morphin, eine Säge! Jetzt bauen wir sie zusammen. Schau dir diese Amateure an, Baki! Ich glaube, dafür brauchen wir Nägel. Morphe? Morphe in einen Hammer! Das ist doch niemals ein Baumhaus! Es hat noch nicht mal ein Dach. Nun, so schlecht sieht es nicht aus, denke ich. Und jetzt machen wir daraus ein echtes Baumhaus. Morphe, Morphe in einen Kran. Kran? Ja, Kran. Kran, Kran, Kran. Ui. Wuhu. Ja, ja, ja. Sieh dir das an, Baki. Das ist tatsächlich ein Baumhaus. Halt! Gib mir das Passwort. Morphe weiß nicht. Das Passwort ist Morphe. Morphe! Das ist das allerschönste Baumhaus, das ich je gesehen habe. Komm, Morphe. Wir holen April und Troy und feiern eine Party in unserem neuen Clubhaus. Was ist das Passwort? Das Passwort ist Morphe. Falsch. Das ist das Passwort für deinen Club. Wenn du das Passwort für meinen Club nicht kennst, tja, kommst du nicht rein. Dann macht unser Club halt ein Picknick im Gras und keine Party im Clubhaus. Hallo, Baki. Willst du zum Club gehören? Kann ich auch zu eurem Club gehören? Natürlich, Mr. Wenderbus. Das ist toll. Warum feiern wir dann nicht eine Party im Clubhaus?